Wir können heute den neuen Trophäenpfad von 0 bis auf 70.000 Trophäen in einem Video öffnen. Was wir alles bekommen werden und was die Belohnungen sind, erfahrt ihr heute. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit starten wir ganz unten bei 0 Trophäen. Die allererste Belohnung sind 200 Powerpunkte. Haben sie das geändert? Irgendwie nicht gerade die beste Belohnung für den Anfang. Aber ich denke einfach, um Shelly schon mal zu upgraden, ist das einfach so. Also macht irgendwie schon Sinn. So, dann als nächstes 160 Credits. Also die spannende Frage ist vor allem, was bekommen wir zwischendrin an den entscheidenden Schritten? 5.000, 10.000 Trophäen und so weiter und so fort. Und vor allem, was wird nach 50.000 Trophäen passieren? Haben sie irgendwas hinzugefügt? Ich habe es mir noch nicht angeschaut extra, damit wir auch hier natürlich genau alles sehen können. So, Juwelenjagd ist schon mal freigeschaltet. Erster Modus, 500 Münzen und hier 320 Credits. Also ich weiß es nicht mehr genau alles auswendig. Also wenn euch irgendwas auffällt, was sich verändert hat, ich glaube natürlich, kennen die Kommentare. El Primo hier als zweiten Brawler freigeschaltet. Jetzt direkt der erste super seltene. Und zwar Jesse. Auf geht's. Tägliche Quests hier auch einfordern. Und als nächstes haben wir Brawler freigeschaltet. Relativ normal. Oh, Trophäenflucht ist hier auch. Weiter geht's mit 350 Credits. Und damit kriegen wir schon jetzt den ersten super seltenen Brawler. An der Stelle übrigens vielen, vielen Dank für den absolut kranken Hype aktuell. Es werden noch viele heftige Update-Videos folgen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Die 1 Million Abos dieses Jahr sollten wir hoffen, es schaffen. Es sieht genial aus. Wir haben, glaube ich, diesen Monat allein schon 60.000, 70.000 Abos gemacht. Das ist so verrückt. Vielen, vielen Dank. Und die nächsten zwei Modi haben wir jetzt auch schon wieder hier. Zor-Quest? Junge, wie viel? Ich will einmal jetzt einfach im Menü drin bleiben. Ich werde die ganze Zeit rausgeworfen. Einmal jetzt hier noch Credits, dann noch Clubs und Sprays. Und ich glaube, danach können wir endlich mal einfach im Menü drin bleiben. Weil ohne Witz, was ist das denn? Es kann doch nicht sein, dass ich alle 5 Sekunden hier rausgeworfen werde und irgendwas anderes. Oh, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber eigentlich will ich mich schon beschweren. Ich will einfach halt nur ungefähr sehen, was ich so vor allem an Brawlern ziehen kann oder an normalen Belohnungen. Vielleicht auch einen legendären schon mal. Wäre cool. Gales Club. Dazu bekommen wir Sprays. Also das haben wir doch schon mal eine ganze Menge hier. Was ist das jetzt? Okay, rüste die Sprays aus. Super. Jetzt aber, finally. Die ersten 500 Trophäen, die ersten Stufen am Anfang, sind super viele Belohnungen, mit denen es super schnell vorangeht. Jackie haben wir jetzt auch direkt freigeschaltet. Der nächste seltene Brawler ist... Oh, Brock oder Barley? Nehme ich mal Brock. Wir die Brawlers relativ schnell auswählen. Ich hoffe, es passt für euch. Wir können dann später uns bei den legendären Stardust ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber ich meine, wir haben 70.000 Trophäen, die wir heute abholen müssen. Bow nehmen wir. Und das wird halt einfach unfassbar viel werden, ne? 400 Münzen, 100 Powerpunkte und vielleicht kriegen wir schon den ersten epischen. Noch nicht ganz, aber ich kriege schon mal einen Stardrop. Oha, direkt mythischer. Das ist sehr lucky gelaufen. Okay, das ist jetzt lucky gewesen. Einfach, okay, das ist normalerweise nicht so unbedingt, dass man da so früh schon einen mythischen Drop und einen Tick bekommt, aber da hatten wir sehr, sehr viel Luck. Bow als erster epischer freigeschaltet, damit hier der nächste seltene direkt. Also was ich mir mal wieder wünsche... Barley. Was ich mir mal wieder wünschen würde, wäre, dass wir auch irgendwie Skins kriegen würden. Skins oder vor allem mal wieder einen Brawler auch im Trophäenpfad. Haben sie ja abgeschafft, damit man den... Oh, wir kriegen einen Pokéspray. Damit man den Brawler auch überall freischalten kann. Aber ich hätte es mir wirklich sehr, sehr krass gewünscht tatsächlich. Ich fand die Trophäenpfad-Brawler immer geil. Dass man für einen Brawler wirklich pushen musste. Rangliste. Habe ich euch schon mal gezeigt, ne? So sieht das Ganze aus. Wenn ihr das Video verpasst habt, ich habe schon alle Belohnungen geöffnet, auch mit dem Ranked Star Drop. Und ich werde auch noch ein Ranked Startup Opening Battle machen. Oder Opening, also da wird noch viel kommen. Deswegen, wie gesagt, natürlich gerne abonnieren für mehr Brawl Stars. Es wird noch so viel kommen auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ich konnte auch gar nicht alles im ersten Video zeigen, was einfach, wie ihr seht, viel, viel zu viel für ein Video ist. Die neuen Skins gestern mit Kackspike schon. Und wie ist die andere? Wir nehmen erstmal Dynamite. Oh, Junge, direkt noch ein Brawler. Und dann gestern auch noch direkt, wie heißt der? Junge, wie viel kriege ich direkt? Was ist das? Ibida Ems. Das hatten wir gestern auch noch gemacht. Ach stimmt, den neuen Ranked Starter auch zum ersten Mal geöffnet. Das war halt auch schon eine ganze Menge. Das ist so krass. Die beiden Videos haben schon 200.000 Aufrufe. Es ist so heftig aktuell. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, aber wirklich vielen Dank. 20.000 Live-Zuschauer hatten wir auch. Es ist wirklich aktuell einfach nur heftig. Okay, wir machen jetzt weiter. Ich will jetzt auch für die Zuschauer, die vielleicht einfach nur die Belohnung sehen wollen, jetzt hier nicht zu viel rumlabern. Okay, wir kriegen Ems als nächstes. Sehr, sehr geil. Wichtig. Nächstes ist der seltene Brawler und das ist Bull oder Cole. Nehmen wir Bull. Wobei beide gehen würden. Also seht schon, man zieht schon echt viele Brawler. Der Trophäenpfad soll ja auch dazu da sein, dass man eben viele Brawler ziehen kann. Boah, jetzt 8-Bit Daryl oder Karl. Nehmen wir mal 8-Bit, würde ich sagen. 8-Bit. Nächster Startup. Wir gehen schon langsam in Richtung der 5.000. Ich hoffe, das Video wird nicht viel, viel zu lang. Merke ich gerade, ey, wir sind jetzt bei 2, aber die Trophäenschritte werden größer. Wir haben jetzt so 100er Schritte. Die Schritte später sollten hoffentlich so, keine Ahnung, ich glaube größere Schritte werden, hoffe ich zumindest. 8-Bit als nächstes. Der Wunsch der Community zum Trophäenpfad war auf jeden Fall, dass krassere, aber dafür weniger Belohnungen reinkommen. Wie?
Also das unter anderem wurde es ja schon umgesetzt, indem auch die legendären Startups reinbekommen haben. Die sind ja schon mal eine echt coole Belohnung zwischendrin. Nächster super seltener Startup. Ich hoffe, wir haben einfach irgendwie Glück und kriegen irgendwie vielleicht, keine Ahnung, Lucky so einen legendären oder so. 3000 Trophäen erreicht, 925 Credits und damit B. B hier als nächsten epischen Brawler, das ist sehr gut. Und der erste mythische müsste reduziert sein. Mortis, ja, 50% Rabatt. 950 Credits damit nur. Das ist sehr entspannt. Das ist wirklich sehr entspannt. 2300 Trophäen. Also ich sag ehrlich, die neuen Belohnungen sind auch cool. Aber ich vermisse schon die alten Trophäen von Brawler. Ihr wisst, ich bin ja immer ehrlich mit den Sachen, ne? Mit den Updates und allem. Also, Ross hat eigentlich fast alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Aber die Trophäenfahrt-Brawler oder die Trophäenfahrt-Belohnung, ich hoffe, ihr kriegt mich irgendwas rein. Mal schauen, vielleicht haben sie jetzt endlich mal irgendwas eingeführt. Aber wir werden es sehen. Aber die Trophäenfahrt-Brawler hier, die vermisse ich wirklich. Weil die waren einfach cool. Die waren einfach cool vom System, dass man pushen musste für einen bestimmten Brawler. Selten haben wir jetzt Cold. Nehmen wir Cold. Boah. Also, man kriegt schon eine ganze Menge. Jetzt haben wir schon den 7. Seltenen. Kurzes Zwischenfazit, 7. Seltenen, kriegen auch schon echt eine Menge super Seltene und wir sind erst bei 4000 Trophäen. Mythischer oh mein Gott, wir haben Übel-Luck. Jeff. Wir haben zwei mythische Startups jetzt schon gehabt, zwei super seltene Brawler gezogen. Wir sind gerade erst ganz am Anfang. Normalerweise, wenn ich keine Ahnung, wenn ich einen ganzen Pass oder so öffne, kriege ich fast gar nichts. Und da sehen wir kriegen schon den nächsten mythischen Startup jetzt bei 5000 Trophäen. Also perfekt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Episch. Frank. Wir nehmen Frank auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben, also wir haben jetzt aus zwei mythischen Startups zwei super seltene Brawler bekommen. Wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir den dritten vielleicht. Mal schauen. Ja, ist ein Skin. Wir hatten Cold schon. Schade, man. Rockstar Cold ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Aber okay. Nehmen es mit. Nächster seltener Startup. Ja, das war ein bisschen. Ja, da wäre schon was Besseres kommen können, sage ich ehrlich. Egal. Nächster seltener. Und nochmal hier die Münzen. Worauf ich mich übrigens auch wieder freue, wird der Update-Stream werden. Wenn das Update rauskommt. Ich weiß noch nicht, wann es sein wird, aber da wird ja auch eine Wartungspause kommen. Und dann müsste ja auch eigentlich direkt dieser Hypercharge freizuschalten sein. Ne? Wieder mit der Challenge. Mit Solo-Showdown dieses Mal. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Kriegen wir den nächsten mythischen. Und zwar. Tara. Ich meine, Jean braucht mal einen Hypercharge oder irgendwie einen Buff. Stimmt, vielleicht hat er auch einen Buff bekommen. Es gibt eine Liste mit 50 Balance-Änderungen. Auch die habe ich mir noch gar nicht anschauen können, weil es viel zu viel ist. Zu den Balance-Änderungen kommen wir wahrscheinlich dann morgen, schätze ich mal sogar. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, gerne abonnieren für mehr Brawl Stars auf jeden Fall. Ich kann nicht alles in einem Video zeigen, es ist einfach zu viel. Es ist wirklich zu viel. So, Sandemünzen als nächstes, 100 Powerpunkte und wieder ein Startup. Ja, also mein Plan ist auf jeden Fall, ich will dann wieder die Balance-Änderungen zeigen, gleichzeitig ein neues Ranking veröffentlichen, auch mit den neuen Brawlern drin, wie stark ich sie einschätze. Das wird also auch sehr spannend werden. 925 Credits für Tara. Ah, noch nicht ganz. 100 Powerpunkte. Und. Ja, super seltener Startup. Okay. Wir sind gleich bei den 10.000. Das heißt, wir haben die ersten 10.000 geschafft. Ich weiß nicht, wie lange bei euch das Video ist. Bei mir sind es jetzt so 7, 8 Minuten wahrscheinlich. Das ist krass. Das ist wirklich krass, wenn es so weitergeht. Aber die Belohnungen werden weniger und dafür krasser weiter hoch. Wir haben den vierten mythischen Drop jetzt schon. ETF. Ich dachte, wir kriegen schon wieder einen super seltenen. Leider nur einen Skin in dem Fall. Wäre geil gewesen. Wäre wirklich geil gewesen. Aber leider ist es nichts. Hier weiter. 9400 Trophäen gleich. Gleich die 10.200 Münzen. Wir haben es gleich. So. Und das sind mit Abstand die besten Belohnungen bisher. 920 Credits. Und ich wette mit euch, gerne auch mit tippen, dass wir heute einen legendären Brawler kriegen. Bei 0 bis 50.000 hatten wir keinen bekommen. Ich glaube. Guck mal, jetzt, wir kriegen safe einen legendären. Oder hatten wir einen legendären bekommen bei 0 bis 50? Ich weiß es gar nicht mehr. Leon. Leon ist mein Lieblingsbrawler, wer es nicht weiß. Das wird doch so geil mit Kackspike dann und mit dem Leon-Skin. Die werden wir auch beide safe gut pushen können. Also, wir haben eh so viele Skins, die wir pushen können aus diesem Update. Das wird auf jeden Fall krass werden. Digga, wir haben übel Luck. Wir haben übel Luck. Einfach Hank, hä? Einfach Hank. Das ist krass. 10.000 Trophäen erreicht damit. ETF. Ja, und die Trophäenschritte werden scheinbar gar nicht viel größer, ne? Okay, die kann man jetzt relativ schnell machen. Junge, es sind jeweils Münzen und Powerpunkte bis hin zu den 11.000. Und da kriegen wir nur 80 Credits. Okay, also ich hoffe, das Tempo geht für euch in Ordnung. Aber ich meine, ich kann jetzt diese Münzen und Powerpunkte jetzt nicht langsam abholen. Das ist ja nicht gerade interessant. Also, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob sie das verändert haben. Haben sie ja irgendwas an den Anzahl der Credits und Münzen verändert oder irgendwie erhöht.
Mir kommt es so ein bisschen so vor tatsächlich. Muss ich wirklich sagen. Guck mal, wir kriegen jetzt hier jeweils so Tausender Münzen, würde ich schätzen. Junge, das geht jetzt richtig schnell hoch. Also ihr seht, ich werde die kleinen Belohnungen immer langsam, schnell einfordern. Und dann die hier. Die größeren Belohnungen dann immer vielleicht ein bisschen langsamer natürlich. Hier der mythische Star bei 15.000. Okay. Oh je. Also ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt verändern werden. Guck mal, bei 15.500 gibt es dann ganz random plötzlich wieder Credits zwischen rein. Das macht aus meiner Sicht wieder gar keinen Sinn irgendwie, oder? Weil, keine Ahnung, weiß nicht. An der Stelle würde mich eh mal interessieren, da werden bestimmt auch viele von euch gespannt auf den Trophäenpart jetzt schauen, weil viele von euch bestimmt genauso hoch sind, wie wir gerade sind. Ich denke, so hoch wie wir jetzt ungefähr sind, ist der durchschnittliche Brawl Stars-Spieler. Ich weiß, dass vor einigen, ich glaube vor einem Jahr, das mal der Community-Manager gepostet, dass der durchschnittliche Brawl Stars-Spieler 12.000 Trophäen hat. Ja, weil die meisten halt kaum spielen natürlich und vielleicht mal ab und zu am Wochenende mal ein bisschen zocken. Und ich denke, inzwischen könnte es so Richtung 18.000 bis 20.000 liegen, gerade mit den Siegesserien. Ist eigentlich nur eine Schätzung von mir. Mal schauen. So, gleich 20.000. Da haben wir es. Ich würde wetten, dass wir jetzt die meisten bestimmt schon überholt haben von den Trophäen. Ich weiß es nicht. Wobei auf YouTube vielleicht auch mehr Leute zuschauen, die dann auch mehr Browsers spielen, kann natürlich auch sein. Legendärer Starter für die 20.000 Trophäen. Ah, Koala Nita. Ja, richtig erkannt. Koala Nita einfach. Der kam übrigens raus. Nee, war das? Doch, der kam raus zu den Buschbränden, glaube ich, in Australien. Und da wurden alle Einnahmen übrigens gespendet damals. Damals war ein großer, ja, waren große Brände in Australien und da hat sich Supercell entschieden, einfach, ich glaube, es war der, den Koala Nita Skin zu verkaufen, passend zu Australien und damit eben dann alle Spenden dahin zu spenden. Alle aus Einnahmen dahin zu spenden. Und ich muss wirklich sagen, ich kann da kurz an der Stelle mal auch erwähnen, ich finde es echt cool, was Supercell auch wirklich macht, mit den ganzen Skin-Themen. Wir haben Ramadan abgedeckt, Ostern, Karneval in Brasilien, wir haben Super Bowl abgedeckt, Baseball abgedeckt, das indische Lichterfest, das Mondneujahr in China. Also sie schaffen es wirklich, alles abzudecken weltweit. Und das finde ich echt krass. Erster legendärer Brawler. Erster legendärer Brawler. Leon verbringt nicht gerne Zeit mit anderen. Daher ist seine Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, äußerst nützlich. Seine kleine Schwester Nita scheint die einzige Person zu sein, die er gerne hat. Perfekt. Selten kommt nach Legendär, wusste ich jetzt auch nicht. Hä? Warum das denn? Wie haben die denn den Trophäenpfad hier entwickelt? Okay, keine Ahnung. Aber wir sind schon... Was? Schaut mal, wir waren noch gerade bei 20.000... Ah, nee, lost. Wir sind bei 25.000 jetzt. Das ist ein Drittel vom Trophäenpfad. Ich bin einfach gespannt, was nach 50.000 kommt. Wir werden es sehen. Mythischer Start. Junge, wie viel Luck haben wir, hä? Aus dem mythischen Drop einfach Chuck. Ey, das ist krass. Das ist wirklich krass. Also Chuck werde ich, glaube ich, eh safe pushen. Mit diesem Wüstenskorpion-Chuck-Skin. Muss ich eh noch entscheiden, auf welche ganzen Skins ich pushen werde. Ich denke einige, weil... Ja, ja, einige. Der letzte selten erstmal. Super selten. Penny. Penny ist aber aktuell echt schlecht. Ich hoffe, die haben sie verbessert. Ich bin echt auf die Balance-Änderung gespannt. Ich werde die auf jeden Fall noch rechtzeitig hochladen. Hoffentlich rechtzeitig hochladen, bevor das Update rauskommt. Oder halt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall... Ziemlich bald. Ist auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Ich wollte es halt zuerst den Trophäenpfad zeigen. Genau. Und dann werdet ihr auch direkt sehen, welche Brawler ich stark und welche ich schwach einschätze. Und auch die neuen Hypercharges nochmal zeigen, habe ich mir überlegt in dem Video. Genau. Also wenn euch irgendwas noch fehlt, natürlich könnt ihr es gerne kommentieren. Der neue Brawl Pass wird auch noch kommen. Ich glaube, dann habe ich so ziemlich alles abgedeckt. Ich werde auch noch einen Stardrop, also dieses Ranked Stardrop Opening Battle oder ganz viele Ranked Stardrops halt nochmal öffnen, um zu zeigen, wie gut die sind. Das habe ich auch noch vor. Genau, das ist so der Plan grob. Nächster super seltener Brawler, Penny. Sehr, sehr geil. Episch. Junge, es gibt so... Wir sind nicht mal bei der Hälfte, müsst ihr euch überlegen. Stu. Junge, Stu würde ich mir weiterhin als Dings-Brawler wünschen. Als Trophäenfahrt-Brawler wie früher. Das war so ein Hype auf 10.000 Trophäen damals. Das war, glaube ich, die größte Hype-Spitze so ziemlich bis heute. Heute ist natürlich immer höher gegangen. Legendär. Junge, wie viel Luck, hä? Übel geil. Einfach Byron. Byron hat viele Gebräuer und Tinkturen entwickelt, die auf verschiedene Arten heilsam und oder schädlich sind. Die meisten sind jedoch von der schädlichen Sorte. Ich sag ehrlich, die neuen Brawler-Beschreibungen sind auch echt cool gelungen. Die haben sie ja vor einiger Zeit überarbeitet. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, vor ungefähr... Das habe ich schon länger her, oder? Vor ein paar Monaten, glaube ich. Aber finde ich, haben sie echt einen guten Job gemacht, ein paar neue Brawler-Beschreibungen hinzuzufügen. Worauf ich mich, by the way, auch freue, ist auch das Starpark-Event, das neue. Also sie haben ja schon angekündigt, dass sie den Starpark weiterführen wollen. Ich bin mal gespannt, wie. Also auf eine andere Art und Weise. Wir hatten ja zuletzt diese Kamera drin. Mit dem Live-Security-Ding. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was da so als nächstes kommt. Okay, erst jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Belohnung eingehen.
Ich sehe, ich rede jetzt ein bisschen random über alles Mögliche nebenbei. Weil jetzt zu sagen, ja, wir kriegen jetzt 50 Credits und jetzt 80 Powerpunkte, wäre, glaube ich, ein bisschen trocken. 35.000, das ist die Hälfte jetzt genau. Aber wir halten es da schon gut ran. Das Video wird auch nicht viel zu lang werden mit dem Tempo. Naja, also darauf. Also das ist das Letzte, worauf man Bock hat, wenn man einen mythischen Stardog öffnet. So ein Leon Pinson klatschen dann, aber gut. Wir nehmen es mit. 50 Credits. Und damit gehen wir hier schon Richtung der 40.000 Trophäen. Das ist sehr gut. Das bedeutet, wir brauchen danach noch 30.000. Stimmt, dann sind wir gleich beim Ziel. Also das heißt Ziel, dann sind wir gleich bei den 50.000. Und dann ist ja gerade die große Frage, was danach kommt. Vor allem für mich. Stimmt. Ich habe nicht viel gepusht, ihr wisst es. Ich pushe aktuell nicht wirklich aktiv. Seit ungefähr so einem Jahr pushe ich nicht wirklich aktiv. Oder schon länger, glaube ich, ne? Ich pushe ja immer nur die neuen Brawler hoch oder mal einen Rang 35er oder Rang 30er. Aber ich bin aktuell tatsächlich bei 54.500 Trophäen. Das heißt auch für mich super spannend, was da kommen wird gleich. Dann kann ich auch die Sachen bestimmt abholen über 50.000 dann. In einem Video, wenn das... Oh mein Gott, jetzt bin ich schon gespannt. Okay, erstmal Stu. Dann kann ich die ganzen Sachen hier abholen, auch in einem Video. Das wird geil werden. Jean jetzt hier. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was jetzt gleich kommen wird. Okay, erstmal 40.000. Und damit ist es spannend. Legendärer Stardog 40.000. Let's go. BTF, wie viel Glück haben wir heute, hä? Das gibt's doch gar nicht. Mythischer Brawler, wir hatten Byron, wir hatten Chuck, wir hatten mehrere super seltene. Wir haben jetzt Sandy, einfach aus dem legendären Star. Das ist unfassbar. Echt nicht wahrscheinlich. Die wenige Zeit, die Sandy nicht schläft, versucht er, seiner großen Schwester Tara im Laden auszuhelfen. Es dauert jedoch nie lange bis zu seinem nächsten Nickerschen. Ich dachte immer, Sandy weiblich. Ich verwechsel das immer. Sandy ist irgendwie auch ein eher weiblicher Name für mich im Kopf gewesen, aber ja, irgendwie lost, egal. Ich sag immer eher, ey, es ist crazy. Es ist wirklich krass. Worauf ich auch schon freue, ist der Hypercharge auf von Sandy. Da bin ich auch echt mal gespannt drauf, was sie da genau machen werden. Wahrscheinlich irgend so ein cooler Effekt für den Sandsturm, deswegen bin ich da ultra gespannt drauf. So, okay, wir reden jetzt mal nicht so viel über irgendwas anderes, denn das sind tatsächlich die letzten Stufen. Ist 50.000. Normalerweise wäre das Video hier schon zu Ende gewesen, aber jetzt kommen die neuen Belohnungen. Und ich bin ultra gespannt, weil ich konnte den Trophäenfight ja nur bis 50.000 abholen. Das heißt, alles darüber müsste ich nach dem Update dann auch selber wieder abholen dürfen. Kriege ich vielleicht sogar auch einen legendären Startup auch für die 50.000 im Nachhinein? Ich denke eher nicht, aber wahrscheinlich für die 60.000 dafür, wenn es einen gibt. Mythischer Job, 45.000. BTF, wir haben übel Lack. Hä? Übel Lack, wirklich. Schade, dass wir es hier nicht auf dem Main-Account oder so von mir haben, aber ist trotzdem okay. Die letzten Stufen. Dann sind wir beim bisherigen Ende des Trophäenpfads. 50.000. Was wird ganz am Ende bei 70.000 kommen? Packen Sie da mal wieder irgendwas Besonderes hin. Es wäre wirklich geil. Oder ist es dann der legendäre Stardog? Aber selbst wenn es der legendäre Stardog ist, finde ich schon auf jeden Fall eine gute Steigerung. Ich habe damals 80 Credits bekommen für die 50.000 Trophäen. 80 Credits. Was sich halt viele wünschen, wenn man ein Profil-Icon oder so. So als exklusives kosmetisches Item. Egal. Da geht's weiter. Ich fasse es nicht. 50.000 Trophäen. Da war bisher Schluss. 20.000 Trophäen werden jetzt noch kommen. Was wird alles drin sein? Erstmal Gold Nekobi oder nee? Ist der normale Nekobi-Skin auch gut? Mit so einem Katzenpin auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Wir gehen über die 50.000 Trophäen hinaus. Und es sieht so aus, als würden wir hier einfach nochmal on top eine ganze Menge Münzen bekommen, Credits und wahrscheinlich zwei legendäre Star-Drops. Ich sag ehrlich, das ist schon geil, aber wir warten noch ab, wir wissen noch nicht genau, was alles kommt. Was ich mich auch frage, wieso gehen sie nicht auf 100.000? Die ersten Spieler weltweit sind bei fast 120.000 Trophäen und der Trophäenpfad geht bis 70.000. Damals haben sie den Trophäenpfad von, was heißt damals, hatten sie den Trophäenpfad, glaube ich, von so 17.000 oder 20.000 Trophäen auf 50.000 direkt erhöht und der beste weltweit war so auf 30.000, 40.000. Das heißt, sie haben es höher als Platz 1 der Welt angesetzt. Dieses Mal gehen sie nur echt ein bisschen hoch und Platz 1 der Welt ist so weit darüber hinaus immer noch. Das ist crazy eigentlich. Mythischer Stardog. Ein Spray. Naja, ist okay. Ich meine, ihr müsst mal überlegen. Eigentlich hätten sie den auch easy auf 200.000 Trophäen erhöhen können, habe ich mir halt gedacht. Das wäre eigentlich dann so vom Verhältnis ungefähr dasselbe gewesen. Oder 150.000 Trophäen. Aber wäre halt auch ein bisschen übertrieben gewesen. Aber eigentlich sind jetzt nur 20.000 Trophäen obendrauf echt sogar ziemlich wenig, wenn ich so drüber nachdenke. Junge, wenn ich irgendwann von 0 auf 100.000 öffne, muss jetzt hier eine Stunde, glaube ich, wenn ich alles öffne. Okay. Fast 60.000.
Münzen, Powerpunkte, Credits wirkt alles relativ normal zu den anderen Belohnungen. Jean haben wir auf jeden Fall freigeschaltet. Ich bin halt eher gespannt, was es auch auf 70.000 nochmal kommt. Die meisten Leute denken, Jean sei einfach ein lustiger kleiner Kerl im Kostüm. Der hat ein Kostüm. Was sie nicht wissen, ist, dass seine Persönlichkeit zwischen seinem Körper und seiner Teekanne gespalten ist. Man kennt es auf jeden Fall. Super selten als nächstes, Rico. Rico, perfekt. Egal. Die letzten Stufen für die 60.000. Da komme ich jetzt halt hin, ne? Also eigentlich muss ich mir als neues Ziel setzen, die 70.000 zu schaffen, dass ich den Trophäenfall vollendet habe. Aber ich pushe ja eh nebenbei aktuell sehr krass, wegen den ganzen Skins auch. Und damit kommen wir zu den 60.000 Trophäen legendärer Startup. Und dann kommen die letzten 10.000 Trophäen im heutigen Video. Lass mal kurz tippen. Leon. Wäre geil gewesen, schade. Ja, die Wahrscheinlichkeit, einen Legendären zu ziehen, ist nicht sehr hoch, aber ist okay. Wenn Lola den Raum betritt, stellt sie sicher, dass es jeder mitbekommt. Sie hat die Kunst gemeistert, eine Show abzuziehen, um zu bekommen, was sie will. Und sie ist stolz darauf. Sehr cool. Die letzten 10.000 Trophäen damit. Wir sollten auf jeden Fall noch Rico bekommen. Ich hoffe, also ich sag ehrlich, ich denke, wir werden am Ende einen Legendären Startup kriegen. Aber es wäre natürlich... Ich hoffe, sie werden es überarbeiten. Die Community hat... Sie haben die Community gefragt, wie sie in diesem Jahr den Trophäenpart überarbeiten sollen. Das soll wahrscheinlich noch kommen dementsprechend. Ich meine, klar, sie haben schon Startups eingeführt. Aber die Community hat sich gewünscht, weniger Belohnung und dafür krassere. Also zum Beispiel hier, statt Münzen und Credits vielleicht auf einen Schlag vielleicht viele Credits oder vielleicht einen legendären Startup dazu. Oder vor allem kosmetische Sachen, also vielleicht einen coolen Skin bei 10, 20, 30.000 Trophäen oder vielleicht vor allem ein Icon. Also ein Profil-Icon fände ich persönlich auch super cool, dass man einfach irgendwie zeigen kann, dass man eben die Trophäenzahl erreicht hat. Also ich hoffe, dass sie in der Richtung noch irgendwas einfügen werden in der Vergangenheit, in der Zukunft. Pam, Griff oder Edgar? Ja, ich weiß, viele haten mich, ich immer Edgar. Edgar, perfekt. Sehr, sehr geil. Edgar muss ich eigentlich überlegen, ob ich ihn pushen will. Den habe ich ja erst auf 35 gepusht, aber da haben wir jetzt ja wieder einen relativ coolen Skin mit dem Wüsten-Edgar-Skin. Und sowieso sind aus meiner Sicht mit Abstand die besten Skins in diesem Update. Zum einen Sand der Zeit-Skins, alle ultra krass. Ragnarök-Skins, nochmal krass. Mecha-Skins, Mecha Leon Cold, auch ultra krass. Kack Spike dann auch noch. Ich könnte eigentlich, gut, es wird über die nächsten 2 Monate halt sein, ne? Da kann ich bestimmt so 10 Skins pushen, gefühlt. 65.000 Trophäen, mythischer Stardrop. Hä? Ah, ich dachte kurz, ich war ganz kurz verwirrt, Vanita Shelly. Ah, naja, ist so ziemlich der hässlichste Skin aus meiner Sicht, aber ist okay. Und damit die letzten 4.000 Trophäen, da will ich halt hin, da will ich halt hin. Das Problem ist halt, ich darf halt nicht zu viel pushen, weil ich auch diese Sehenscheidenentzündung am Handgelenk habe. Das heißt, ich muss halt ein bisschen schonen und darf halt nicht so viel spielen. Trotzdem, mit den neuen Brawlern werden wir auch wieder gut vorankommen, wenn ich die auf 1000 oder Rang 35 sogar pushe. Das heißt, da sind locker 2000 Trophäen extra wieder drin. Also 60.000 sollte ich schon bald erreichen. Und dann auch relativ bald hoffentlich in diesem Jahr die 70.000. Das ist das Ziel. Das sollte gut gehen. Wir sind gleich am Ziel. Wir sind gleich am Ziel. Credits hier nochmal. Powerpunkte nochmal. Die letzten Stufen. Nochmal hier Spannung. Credits. Ich denke, es wird ein legendärer Startup sein. Powerpunkte. Münzen. Und die letzte, die vorletzte Stufe, man sieht es schon. Es ist ein legendärer Startup auf 70.000 Trophäen. So, ich muss einmal hier kurz screenshotten. Sorry. Ich gehe mal hier so zur Seite, dass man hier schön Platz hat. So, einfach nur fürs Vorschaubild. Nicht wundern. Ja, ich sag ehrlich, da hätten sie jetzt schon aus meiner Sicht am Ende, ich weiß nicht, einfach nur ein legendärer Startup. Ich hab's schon gedacht. Aber sie wollen ja, wie gesagt, sie haben ja gefragt, was sie in diesem Jahr überarbeiten sollen. Am Trophäenpfad oder sogar am Trophäensystem. Da bin ich sehr gespannt. Also ich hoffe, sie werden noch was einfügen. Kosmetische Sachen wären zumindest angemessen, finde ich. Und damit, das große Finale, der legendäre Startup. Ich hoffe, da werde ich auch mal irgendwann hinkommen in diesem Jahr. Auf meinem Main-Account. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich wünsche mir einen legendären Brawler zum Abschluss. Und? Bro, was ist das denn? Ahorn Barley. Naja, okay. Aber ist auch ganz witzig. Ist auch ganz witzig. Und noch hier der Pin. Der trinkt hier. Perfekt. Denkt dran, wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr ganz rechts im Shop meinen Creator-Code eintragen. Jo Jonas, alle 7 Tage gerne neu eintragen. Vielen Dank für jeden Support. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da für mehr Update-Videos. Und nicht vergessen, mein neuer Merch ist draußen. Muss ihn hier finden. Genau. Auf jojonas.shop könnt ihr eure eigene Handyhülle bestellen mit eurem Namen und eurer Spieler-ID. Da ist auch der QR-Code oder der erste Link auch in der Beschreibung. Bis dann. Haut rein. Da ist auch der Abspann verlinkt, wenn ihr die letzten Update-Videos verpasst habt. Ich denke, alle Skins spielen und den neuen Startup haben wir gespielt. Und es werden weitere Update-Videos folgen. Ich habe, wie gesagt, nicht alles zeigen können. Balance-Änderungen kommen auch noch und vieles mehr. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und danke für den absolut krassen Support und den Hype aktuell. Es ist unfassbar. Wir sind aktuell so ziemlich mit der größte Gaming-Kanal in Deutschland.
Das ist heftig. Das ist wirklich, ich kann es schwer realisieren. Haut rein. Ciao.